Schwertprüfung 1, First Try. Und auch die zweite Schwertprüfung, First Try. Tja Leute, jetzt kommt's drauf an, ob ich auch die dritte und finale und gleichzeitig schwierigste Schwertprüfung ebenfalls im ersten Anlauf packen werde oder nicht. 24 Ebenen werden mich diesmal erwarten. Aber dafür wird's auch, soweit ich weiß, ganze 3 Erholungsebenen geben. Das ist nur fair, wenn man bedenkt, was mich da alles erwarten wird. Weil ich rechne wirklich mit allen Gegnern, die wir bis jetzt noch nicht hatten bei den anderen Schwertprüfungen. Ich rechne mit Skelettgegnern, mit Feuergegnern, mit Eis- und Elektrogegnern und mit Leunen und mit Wächtern, die sich noch bewegen können und alles, was da noch so kommen wird. Wahrscheinlich auch noch die Feuer- und Eis-Variante vom Ivarok und so. Das wird sich sicher, alles wird sich da einfinden auf diesen Ebenen. Das wird richtig krass. Und deswegen habe ich mir gedacht, ausnahmsweise werde ich diesmal bei dem Gericht, was ich mir jetzt gleich noch reinstopfen werde, auf Verteidigung setzen statt auf Angriff, weil ist, glaube ich, schlauer. Ich habe mir hier nämlich einen Abwehrpilzspieß zubereitet, der diesmal meine Abwehr um 3 Stufen erhöht und das ebenfalls für ganze 30 Minuten. Rezept ist relativ simpel. 4 Rüstlinge und irgendeinen Drachensplitter, weil die Drachen, die Hornsplitter, die verbessern ja den Kocheffekt aufs Maximum, also das, der Kocheffekt der wirkt halt am längsten, mehr als 30 Minuten geht nicht. Und für eine halbe Stunde lang höhere Verteidigung zu haben, ist sicher für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Deswegen, bon Appetit! Ja, diesmal setze ich auf Verteidigung, diesmal bin ich so ein bisschen vorsichtiger, weil wer weiß, was da jetzt alles auf mich zukommt. So, und es geht los! Welche Prüfung möchtest du dich stellen? Anfänger? Fortgeschrittener? Bitch, please, wir stellen uns natürlich jetzt der Meisterprüfung, ist doch klar. Let's go! Auserwählter des Schwertes, im Namen der Göttin Hylia sollst du dich der Prüfung des Schwertes stellen. Die Stunde ist nicht mehr fern, da du das wahre Licht des Masterschwerts entfesseln wirst. Überwinde alle Fairnisse dieser Stätte, um deinen Körper und deinen Geist zu stählen. Dies ist ein Ort der Illusionen, der gewöhnlichen Welt entrückt. Was auch immer dir hier in die Hände fällt, wird sich in Luft auflösen, wenn du in deine Welt zurückkehrst. Auserwählter des Masterschwertes, überwinde die Prüfung des Schwertes und entfessle sein wahres Licht! Schwertprüfung 3, und da kommen auch schon die ersten Gegner angeschissen. Es sind tatsächlich Skelettgegner und... Ui, es gibt auch noch Gewitter. Na super. Ja, muss jetzt natürlich aufpassen, wenn hier so Metallwaffen im Boden stecken, schlägt dann natürlich der Blitz ein und fies! Jetzt gleich mal ein Bogenschütze. Vergiss es! Drecksack! Ja. Nein, seinen Kopf musst du... Seinen Kopf musst du kaputt schlagen! So. Schön aufpassen. Ist vielleicht eine helle Bade im Moment besser oder vielleicht... Na, nehmen wir doch lieber Bockbeinknochen. So. Ah, Stachelbockkeule. Noch besser. So. Ah, da ist noch einer. Irgendwo, hinter dem Baum. Da. Läuft hier voll kopflos durch die Gegend. Nur nicht den Kopf verlieren. So. Alter, der hat gleich mal 18. Nicht schlecht, ne? Ich werde hier durchaus natürlich auch... Nein. Sicher nicht. Ah, so. Kaputt. Mal noch einen. Soll für den Anfang reichen. Sag mal, was soll denn das jetzt? Wo sind die Köpfe von denen? Wo sind die Köpfe? Komisch, die stehen immer wieder auf. Was ist das? Hier sind doch gar keine Köpfe mehr. So, Stachelbockschild. Hä, wollt ihr mich verarschen? Ihr sollt gefälligst tot bleiben. Was ist denn los? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Wenn hier noch irgendwo ein Kopf ist. Ach, hier. Ah, du bist noch da. Na also,
So, ich muss, wie gesagt, ich muss aufpassen, ich muss mich von metallischen Waffen fernhalten. Denn sonst passiert genau das. Ich meine, ich kann sie schon mitnehmen, aber sie zu verwenden wird ein bisschen schwierig sein. Was ich probieren kann, ich kann metallische Waffen natürlich zu den Gegnern hinwerfen und hoffen, dass dann bei denen der Blitz einschlägt. Das kann ich probieren, ja, das kann sein. So, Bockblinknochen zerbrochen, voll schlecht. Ich will auch nur hier die Kiste kaputt hauen. Aber irgendwie klappt das gar nicht. Na, dann nehmen wir einfach eine Bombe. Was soll's? So, ablegen. Und boom, Baby. So. Irgendwas bekommen? Ah, hier. Holzpfeile. Pfeile. Nochmal Pfeile. Noch ein Pfeil. Naja, und da ist noch was. Alles, was funkelt, wird mitgenommen. Ganzen Pfeile mitnehmen. Noch irgendwelche Metallwaffen übrig. Ja, das ist aber geil, dass es gleich mit Gewitter anfängt. Da muss ich natürlich dementsprechend selber vorsichtig sein, weil wenn ich, vor allem auch wenn ich im Wasser stehe, der Blitz kann sich ja auch auf Link übertragen, wenn er im Wasser steht. Weil Wasser leitet ja Strom, das sollte ja jeder wissen. Ja, aber ich glaube, sonst gibt es hier nichts, dann machen wir mal weiter. So mit der, ich glaube, ich nehme hier mal so eine Stachelbocklanze, weil da kann ich auch so ein bisschen auf Distanz angreifen, ein bisschen. Naja, 4 Pfeile ist nicht viel. Stachelbockbonus geht natürlich schon besser, aber hey. Für den Anfang ist es noch okay. Ich wurde noch kein einziges Mal getroffen. Noch nicht, aber das wird mir bestimmt sicher hier oft genug passieren. Also, weiter geht's. Na, großartig. Elektrofledermäuse. Ja, muss ich aufpassen, dass ich jetzt eben hier nicht im Wasser stehe, wenn ich die angreife. Komm mal schön her zu mir. Komm her, komm her. Und Achtung. Jawohl, so, genau so. Weil die fliegen, kann in denen, glaube ich, sogar auch der Blitz einschlagen, ohne dass es denen was ausmacht. Oder? Ja, genau, seht mal. Das sind schon Funken. Ja, ich muss aufpassen. Also bloß nicht direkt beim Wasser stehen, lieber hier so beim Gras. Ja, seht euch das an. Das ist jetzt. Da könnte gleich der Blitz einschlagen, die Fledermaus. Weil da schon ständig die Blitze am rumzucken sind. So, Vorsicht. Da bin ich jetzt. Ja, genau, genau das habe ich gemeint. So, komm mal her. Komm mal her, du Mistvieh, komm her. Nein! Nein! Wieso? Wieso? Warum hat mich das Vieh jetzt getroffen? Oh, du bist doch scheiße. Das war jetzt gemein. Meine 3 temporären Herzen sind schon mal futsch. Ah, was war das denn? Wieso hat mich dieses Scheiß wie erwischt? Das hätte mich gar nicht treffen dürfen. Ihr seid doch alle scheiße. Hä, was ist das? Also Glühwürmchen, das sah halt echt ein bisschen komisch aus. Na toll. Naja, ich habe damit gerechnet, dass sowas passieren würde und... Oh! Moment mal. Explodierende Fässer. Werfe ich gleich mal eine Bombe hin. So. Bisschen ranrollen. Ja, genau. Wusste ich's doch. So, Achtung. Wow, wow, Vorsicht. Jawohl. Das hat gesessen. Ihr Drecksäcke. Ihr verdammten Mistkerle. Ja, immer schön wegsprengen am besten. Nein, lass mich bloß in Ruhe. Ja, schön vorsichtig sein, ne? Die sind ziemlich flink, Alter, genau das meine ich. Nein, 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 nein. Ach, das war's. Ding, ding, ding. So, der Typ hat mir genau ein Viertel Herzschaden gemacht, weil ich halt Abwehr Level 3 habe, das ist auch gut. So, ah, starker Exoschild, Grillwilden, ja, schön Fleisch ist wichtig, sehr wichtig, Pfeile auch sehr wichtig, es wird sowieso alles mitgenommen. Ich habe die Waffentasche, Schildtasche und Bogentasche, also ich habe alle Taschen maximal vergrößern lassen, kann ich auch die meisten Waffen mitnehmen, so. Warum hat jetzt hier so komisch der Blitz eingeschlagen, was ist los? Noch irgendwie, ach so, wegen dem, was ist das? Ach, hier ist eine... Ah, wie geil ist eine Truhe vergraben! Wie geil ist das denn? Hopp, Vorsicht! Der Blitz macht die Truhe jetzt aber nicht kaputt, oder?
Nö. Ziemlich stabil, die Truhe. Okay, na geil, dass ich die jetzt noch gesehen habe. Was haben wir denn da drin? Oh, mein Fuß. Ein Gar. Oh, nein, wie geil ist das denn? Ein Gardeschwert gleich jetzt schon. 48 Angriffskraft. Das, was man auch in Schloss Hyrule findet. Ey, obergeil. Das wird sich gut aufgehoben. Für die richtig starken Gegner. Das war jetzt gerade echt geil. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich hier sowas Geiles jetzt schon bekomme. Gerade mal auf Ebene 2. Das ist echt nicht schlecht. Okay, sonst ist hier aber mischt. Dann gehen wir weiter. Also das ist jetzt echt geil. Hier Gardeschwert, 48 Angriffskraft. Super, aber natürlich auch aus Metall. Dementsprechend vorsichtig sein mit der Verwendung. Im Moment bleibe ich bei meinen Stachelbocklanzen. Die sind wenigstens aus Holz und Knochen. So, weiter geht's. Welcome to the jungle! Und da haben wir auch schon Elektroschleim. Werde ich vielleicht gleich mal aus der Ferne mit dem Bogen abknallen. Genau. Boom. So. Warte mal, da oben ist gleich mal eine Truhe. Ist die aus Metall? Nö. Aber die hätte ich ganz gerne. Oh, Vorsicht. Da sind sogar noch Stachelholzpfähle im Boden. Wo sind überhaupt die Gegner? Die sind irgendwo da oben. Da sehe ich noch eine Truhe. Da ist nochmal Schleim. Ist hier vielleicht eh nur Schleim? So, der ist auch tot. Alter, die Explosion von denen ist aber ziemlich groß. Die ist ziemlich weitreichend. Bin vorsichtig. Hä? Wie sind denn hier noch Gegner? Vielleicht kommen die auch erst, wenn ich in der Nähe bin. Wow, 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 wow. Vorsichtig. Okay, na, wenn hier oben keiner ist, werde ich mich hier gleich mal bedienen. Truhe Nummer 1. Oh, Ritterschild, 40 Verteidigung. Na, ich finde ja richtig geile Sachen hier. Super duper. Allerdings auch wieder Metall, ne? Deswegen aufpassen. Hallo? Ist er? Hüp, hüp, hüp. Hüp, 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 hüp. So, ich brauche Pfeile, verdammt. Ich brauche die Pfeile. So, komm, ablegen. Ach, da ist auf einmal so ein Typi. Fies. Fies, fies, fies. Achtung. Also, na klar, jetzt legt er sich wieder hin. Also, was geht denn mit dem? Warum hat er sich wieder hingelegt? Voll fies. So, sowas aber auch. Einfach mal wieder hingelegt. So, Holzpfeile sind wichtig. Warte mal, ich will versuchen, dem eine Bombe reinzuballern. Kein Wunder, dass ich die ganze Gegner nicht BAM gefunden habe. Und tot. Der konnte gar nichts machen. Wie gesagt, das Einfache bei den... Also vergleichsweise einfacher bei den Skelettgegnern ist ja, dass sie durch so eine Explosion sofort ihren Körper verlieren, dass der zerfällt. Und dann natürlich auch... Was war das jetzt? Ich habe mich gerade selber getroffen, ich Idiot. Aber Vorsicht, Vorsicht! Hau bloß ab, du Arsch! Hau bloß ab! So. Wie gesagt, es reicht ja ein Treffer, damit... Nein, 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 vergiss es. Naja, jetzt suchen die sich einen neuen Kopf. Kannst du mal voll vergessen. Komm mal her. So. Ist denn jetzt hier noch einer? Da liegt noch was rum. Huffbuzze. Boom, Baby. Jetzt müssen alle Köpfe zerstört werden. Sonst können die sich ja wiederbeleben. So, bam. Und stirb. Los, stirb. So. Nein. Lass das. Wo sind hier noch Köpfe? Da ist nochmal einer. So, vorsichtig. Boom. Ah. Das war's. Ding, ding, ding. Wie so ein Ringrichter, der immer sagt, so, Kampf ist vorbei. 3, 2, 1. K.O. Sieg geht an Link. So, Moblin-Knochen, die sind ja ein bisschen stärker. Die haben immer 15 Angriffskraft statt 5. Aber dann werden wir die wegwerfen. Exalfußknochen ist auch irgendwie blöd. So, das reicht. Ist okay. Alles okay. Was ist das noch? Bock... Achso. Bockblinknochen, Exalfußknochen. Also, das ist das, was ich gerade weggeworfen habe. Ich gucke auch noch. Was ist das? So, Moment. Da oben war jetzt noch eine Truhe, die will ich haben. Ja, aber wie gesagt, untote Gegner, die Skelettgegner, können durchaus auch etwas lästig werden. So, die ist aber jetzt, glaube ich, aus Metall. Das ist, die muss ich mir hier mit dem Magnetmodul zu mir holen und aufpassen, dass nicht gerade der Blitz einschlägt. So,
So, schnell öffnen. Was ist da drin? Oh geil, Ritterbogen, 26 Angriffskraft, super nice. So, jetzt ist natürlich nur die Frage, ist hier vielleicht wieder eine Truhe im Boden vergraben? Ich meine, es wird nicht immer sein, aber trotzdem. Ja, im Moment läuft es ja, eigentlich noch vergleichsweise gut. Also ich glaube, es war wirklich die... Oh, Stachelmobkeule mit 27, obergeil. Das kann sich sehen lassen, dann kann ich schön rumwirbeln um die Gegner. Ne, scheint es nichts mehr zu geben. Ja, jetzt habe ich das Holz nicht gesehen. Da bin ich selber schuld. Ein Viertelherz ist nicht so schlimm. So, warte mal, hier hat noch was gefunkelt. Achso, das ist schon wieder... Mann, wieso hebe ich immer denselben Scheiß wieder auf? Das verwirrt mich. Das verwirrt einen total. So, egal. Wir gehen weiter. Komm, weiter. Bevor noch der Blitz einschlägt. Oh nein, jetzt auch noch reitende Gegner. Wollen die mich verarschen? Die wollen mich natzen. Die wollen hier... Ernsthaft? Ernsthaft? So, ihr Opfer. Ihr verdammten Pissgesichter. Was habt ihr euch so gedacht? So, du stirbst. Hey, bleib hier, du Arschkopf. Nein, du Hurensohn, ficke deine Mutter, die du nicht mehr hast, weil die auch schon tot ist. Boom. Ja, hier wieder immer rumwirbelt, wum, wum, wum. Findest du auch noch witzig, hä? Ah, Drecksack. Komm her jetzt, zack, tot. Knochenbocklanze, nein, hey! Du Arschgesicht, komm runter von deinem Scheißpferd. Drecksack. Ihr Mistkerle, ich hasse euch. Das werdet ihr büßen. So, mal Knochenpferde sind ja nur Tiere, die muss ich jetzt nicht wirklich töten. Hey, geile Waffen, Knochenbockkeule, Knochenbockstock, naja, die haben mir jetzt schon ein bisschen mehr Stress gemacht. Wo ist denn jetzt hier noch jemand? Das sind alles nur Pferde? Knochenpferde, da oben wird wahrscheinlich noch was. Ah, da hinten sind nochmal welche, Alter. Ich kann noch gucken, dass ich den mit einem Pfeil treffe. Headshot, so, der ist runtergefallen. Nicht gleich den Kopf verlieren, hä? Warum so kopflos? Der kopflose Reiter! Ja, also das kann man eindeutig mit dem Schwierigkeitsgrad der anderen beiden Prüfungen nicht vergleichen. Alleine wegen der Umgebungsgefahren hier, wegen den Blitzen, muss ich aufpassen. So, warte mal, da steckt noch was im Boden. Also wie gesagt, die Knochenpferde, die tun mir ja selber nichts. Die tun mir ja nichts. Deswegen muss ich die auch nicht töten, um die Ebene abzuschließen. Ah, Moment mal, was haben wir denn da? Noch ein paar Holzkisten. Boom. So, was ist da drin? Palmfrucht. Hyrule Pilz, okay, einfach nur was zu essen, aber ist ja egal. Essen ist wichtig. So, ein Fittling, Wildbeere. Noch kurz gucken, ist hier wieder was vergraben? Moment, da... Achso, nee, das hat noch so ausgesehen. Nö, hier ist nichts mehr. Auch nichts mehr. Dürfte nichts mehr sein. Aber warte mal, hier sind nochmal Kisten. Es werden alle Kisten kaputt gemacht. So, Holzpfeil. Also es war eindeutig wirklich eine gute Idee von mir, dass ich auf Verteidigung setze. Weil sonst hätte ich jetzt schon wesentlich weniger... Ah, Elektropfeile, geil. Sonst hätte ich jetzt schon wesentlich weniger Herzen. Bockbogen. So, Pfeil. Stachelbockbogen. Bögen halten ja im Normalfall auch nicht so mega lang. So, hier sind ja auch nochmal Kisten. Aber das sind jetzt Metall, gell? Ja, das sind Metallkisten. So, was steckt hier noch drin? Ein rostetes Schwert. So, seht ihr, die sind eigentlich ganz harmlos, die Pferde. Das tun wir ja nichts. So. Na, das war jetzt richtig dämlich. Vor allem, wenn darin... Oh, toll! Dankeschön, du Scheißblitz. Der hat jetzt einfach mal die Kiste kaputt gemacht. So.
Da wird der Blitz in die Kiste eingeschlagen. Oh, und in die Knochenfelle schlägt der Blitz auch irgendwie ein. Okay, ich habe das, was da drin war, noch bekommen. So, und hier haben wir auch nochmal verrostetes Schwert. So, Leute, es geht weiter. Jetzt haben wir aber alles gefunden. Hier ist noch ein Pfeilchen und es geht weiter. Oh my goodness, Prüfung des Stahlhinox. Dein Ernst? Naja, meinetwegen. So, dann brauche ich aber eine ganz starke Waffe, am besten das Ding da. Oder vielleicht das, eine Einhandwaffe, das ist vielleicht besser, dann kann ich schneller zuhauen. So, oder warte mal, oder vielleicht doch lieber so. Schön rumspinnen. Oh, warte mal, der kann auch eine Arschbombe. Ja, genau, der kann auch eine Arschbombe. Der hat eine eisende Elektrowaffe auf seinem Rücken, also auf seinem Körper. So. Ha, du sollst rumspinnen. Wie gesagt, solange ich sein Auge nicht zerstöre, lebt er weiter. Zack. So, komm jetzt. You spin me right round, baby, right round. Immer schön aufs Becken drauf. Oh, Knochenbockhäute zerbrochen. Macht nichts. Ah, was probiert denn der gerade? Nein! Ah, so, da ist jetzt ein komisches Auge. Stachelmob, nee, das ist zu langsam. Ich brauche was. Ich nehme das da. Das Auge muss alle Lebenspunkte verlieren, weil sonst setzt er sich das irgendwann wieder ein. Das ist nicht cool. Ah, seht ihr? Und das war's. Huhu, I got it. Und jetzt gibt's geile Waffen. Wollte schon sagen, nee, ich meine, Waffentasche ist, glaube ich, gerade voll. Vorsicht, da schlägt der Blitz ein. Okay, cool. Das ist scheiße, ist auch scheiße. Ganzen Rostwaffen werfe ich jetzt weg, weil die sind eh voll kacke. Hier, das ist ja... Nimmt alles nur unnötig in Platz im Inventar weg. Brauche ich alles nicht, ist doch viel zu schwach. So, na bitte. Das ist immer geil. Hat er noch ein Eis... Hey, warte mal, war da nicht noch eine Elektrowaffe? War nicht noch eine Elektrowaffe oder ist die jetzt durch den Blitz kaputt gegangen? Das ist aber fies. Hatte der nicht noch ein Elektro-Großschwert auch noch dabei? Ich habe das doch gesehen. Aber egal, ich habe ein Eis-Großschwert und eine Feuerlanze. Zwei sehr geile Waffen. So, das ist mit... Ja, das sind mit den Metallkisten. Ja. Achso, nee, warte mal. Nein, nicht schon wieder. Oder, achso, egal, warte mal, ich kriege das trotzdem. Boom! Vorsicht, was war da drin? Pfeile, sehr schön. Schön Pfeile hier. Werde ich das direkt auf den Baum fallen lassen? Geht die kaputt? Nö. Aber egal, kann er bitte der Blitz einschlagen, dann will ich das haben. Alter, echt nur so ein Stahlhinox, ganz schön heftig. So, Achtung. Yeah. Solange nicht in mich der Blitz einschlägt, macht's ja nicht zu viel. So, Holzpfeile, alles gut. Noch was vergraben. Ah, Moment hier. Achso, das ist... da ist er! Wie geil, die Waffe ist so weit weggeflogen. Voll komisch, so elektroschwer. Ich wusste doch, der hatte eins. Ich hab doch richtig... Ah! Hahaha, man muss so aufpassen, Leute. Man muss so aufpassen, dass man hier nichts übersieht. Was haben wir denn hier noch drinnen? Bitte noch irgendwas ganz Geiles? Oh, mein Fuß. Oh ja, 5 Eispferde, die sind gar nicht mal so geil. Also eigentlich schon, doch, natürlich, was rede ich da? Eispferde kann ich gegen einfrieren, sicher doch. So, sonst noch etwas. Leuchtet eigentlich nichts mehr. Das da drüben ist alles unwichtig. Unnötiger Krimskrams, Rostwaffen. Alles verrostet, knochenmäßig. Nee, ist alles doof. Braucht kein Mensch. Braucht niemand. Ist alles verrostet. Okay, nee, dann können wir weiter, Leute. Läuft im Moment trotz alledem immer noch ganz gut. Und zwar so gut, dass ich endlich die erste Erholungsebene erreicht habe. Ebene 6. So, gleich mal die Fee schnappen.
Also wie gesagt, hier bei der schweren Prüfung soll es bei der Meisterprüfung tatsächlich ganze 3 Erholungsebenen geben. Was ich auch sehr nett finde. So ein Fackel kann man mitnehmen, so Schwertlinge. Und ja, ich habe das bei der ersten leichten Prüfung echt vergessen, dass hier drin ja sogar Fische sind im Wasser. Rüstungskarpfen vor allem. So, noch welche? Fischi? Fischi, Fischi? Nö. Okay, nur da drüben. Egal. Ich werde jetzt eh gleich den Part beenden. Jetzt will ich nur noch wissen, was hier so drin ist. Hallo? Was soll das denn jetzt? Ich will das jetzt nicht unbedingt wegsprengen. Ah, extra Boomerang hier so ein bisschen. Ah, okay, da ist noch ein bisschen was zu essen drin. Pfeile und so weiter. Ah, sehr schön. Holzpfeile. Yeah, und lecker Fleisch. Richtig lecker. Lecker schmecker Fleisch. Aber am geilsten finde ich immer noch das Gardeschwert, ey. Das ist echt am geilsten. So, also wieder mal 3 Belohnungstruhen. Was bekomme ich? Truhe Nummer 1. Eine Anti-Feuerhose? Wie geil ist das denn? Hose aus Stein oder anderen feuerfesten Materialien, die von Kronen für Lernen angefertigt wird, die sich bis nach Krone wagen. Oh weia, das heißt... Oh weia. Heißt das jetzt, als nächstes kommen Feuerebenen? Ob da die Hose reichen wird? Hoffentlich. So, Truhe Nummer 2. Ein Ritterbogen. Und Truhe Nummer 3. 3 antike Pfeile. Ich werde bekloppt. Sind außergewöhnlich effektiv im Kampf zugange. Also die hebe ich mir aber wirklich sehr gut auf. Die hebe ich mir auf bis... ich weiß nicht, falls ich in eine Extremsituation kommen sollte, ja, dann hebe ich mir natürlich, ja, dann hebe ich mir den natürlich auf, dementsprechend ist eh klar. So, ja gut, Leute, dann würde ich sagen, ein bisschen was, ich esse gleich mal das Grillwild, dann kochen wir noch ein bisschen was, hier das normale Wild am besten, zusammen mit dem Edelgeflügel und einem, aber was weiß ich, einer Palmfrucht, so. Und rein damit in den Topf. No, Fleischspieß, der 10 Herzen auffüllt, nicht schlecht. Natürlich die Rüstungskarpfen alle 3, zusammen mit, ja, mit den Hyrule-Pilzen. Ja, auch nicht schlecht. Ich meine, zwar nur 3,5 Minuten, aber Abwehr Level 2 und 5 Herzen auf. So, dann noch, das und die 2. Kochobst für 5 Herzen und 2 Wildbeeren. Besser wie gar nichts. So, Kochobst was 2 Herzen auf. Ich meine, hey, 2 Herzen sind 2 Herzen. Ne? Das ist doch völlig egal. Gut. Sonst ist hier jetzt, aber versteckt ist hier, glaube ich, sonst eh nichts. Auch keine Fische mehr im Wasser. Ne, die habe ich jetzt alle gefangen. Gut, Leute. Ist eigentlich ein... Achso, Moment, hier sind ja noch Äpfel, genau. Und hier noch Pilz. Ah, ne, Maxi-Trüffel. Maxi-Trüffel, wie geil. Moment. Unbedingt. Beide Maxi-Trüffel. Oh, warte mal. Nein, Moment. Ich hole mir noch die Äpfel. Ah, die hätte ich jetzt beinahe übersehen. Der Maxi-Trüffel ist was super Feines. Das ist was super duper Feines. Okay. Hätte ich natürlich jetzt mit dem Fleisch auch zusammenkochen können, aber habe ich jetzt schon verbraucht. Egal. So, zack, zack. Und rein damit. Jawohl. Maxi-Obst mit Pilzen. Volle Heilung und plus 3 Herzen. Das wird sehr wichtig sein. Das werde ich eventuell sogar mal essen müssen. Aber wer weiß wann. Gut, jetzt habe ich aber wirklich alles gekocht und so weiter, was wichtig war. Gut, das heißt, Leute, im nächsten Part, am besten irgendeine, weiß nicht, was für eine Waffe soll ich ausrüsten. Jetzt kommen ja hoffentlich keine Blitzebene mehr. Jetzt kommt wahrscheinlich wirklich Feuer, dabei eigentlich das Eisgroßschwert sehr praktisch, aber das hebe ich mir lieber auch noch auf. Das ist mir etwas zu stark. Ich glaube, ich bleibe beim Knochenbockstock. Knochenbockstock mit Ritterbogen und Ritterschild. Oder vielleicht doch erstmal nur den starken Extraschild, den Ritterschild hebe ich mir auch noch auf. Ich glaube, das sollte reichen. Also dann, Leute, im nächsten Part geht es weiter. Ich rechne hier mit mindestens 3 Parts, weil, ihr seht ja, die Gegner sind viel, viel stärker, halten mehr aus, braucht länger, dass ich sie besiege und, naja, ich hab's ja nicht eilig. Ich hoffe, ich schaff's wirklich im ersten Anlauf. Mal sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Die dritte Schwerprüfung hat ja auch gerade erst angefangen. Bis dann. Ciao.